Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen in Spinoza. Dankeschön. Hallo, schönen guten Abend. Abend. Darf ich fragen, haben Sie schon etwas ausgesucht oder darf ich etwas anbieten? Gerne. Zum Beispiel als Vorspeise darf ich Ihnen an jüdische Spezialitäten Hummus anbieten. Mhm. Und dann als Hauptgericht auch jüdisch einmal Schollend. Das ist ein Bohneneintopf mit gekochte Kartoffel, hartgekochte Eier und Rindfleisch. Und für den Herr vielleicht ein etwas Ungarisches, gell? Ja, ja, genau. Nicht richtig, aber schon etwas anderes. Genau, ich habe schon das Saffron-Risotto vor mir. Gerne. Ich nehme diesen Hummus, was Sie vorher gesagt haben. Ja, gerne. Ich nehme den Hummus und das Cholent. Ja. Das würde ich gerne probieren. Okay. Guten. Gute Wahl, danke schön. Und zu trinken? Zu trinken, ich würde empfehlen zum Beispiel ein ungarischer Weißwein. Ja. Entweder ein Furmint aus Tokaj. Okay. Oder ein Pinot Gris vom Plattensee. Was wollen Sie, Tokaj oder Plattensee? Plattensee, hört sich gut an. Nehme ich auch. Darf ich ein Glas? Ja, gerne. Dankeschön. Bitteschön. So, zum Wohl. Ah, da habe ich mich jetzt richtig drauf gefreut, weil seit am Montag durfte ich keinen Alkohol trinken, durch die Behandlung, durch die Medikamente und allem. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Ja. No. Und jetzt dürfen Sie? Und jetzt darf ich. Wunderbar. Zum Wohl. Prost, zum Wohl. Ist gut? Der ist gut, ja. Wirklich gut, vom Balaton. Und morgen gibt es die neuen Zähne oder übermorgen? Nee, am Freitag. Am Freitag. Also morgen habe ich frei. Das steht zur freien Verfügung. Und am Freitag, dann freue ich mich, dass die Krone gibt. Konnten Sie sich viel anschauen von Budapest? Oh ja, sehr viel. Also ich war in Siegeret, Gödöllő, Parlament. Gödöllő? Ja. Oh, da war ich noch nie. Ist sehenswert. Weil das ist das Schloss. Ja, genau, weil das Schloss ist wunderschön hergerichtet worden. Also es sind zwar nicht mehr die Originalmöbel vorhanden, weil die sind während dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen durch die russische Besatzung. Okay. Aber sie haben versucht, so authentisch wie möglich zu sein. Ja, ich habe mal gehört, also ich war zwar noch nicht da, aber es gibt diese Story, dass sie in Gödöllő haben die russischen Soldaten damals irgendwie die... Wie war das? Die Pferde tränken als Toiletten benutzt, also so die Marmor. Also war. Sie haben dann einen ganzen Raum von den, alles was die russischen Soldaten zurückgelassen haben, haben sie einen ganzen Raum, wo man das sehen kann, Schuhe, Zahnbürsten, Briefe, Zeichnungen, also es ist sehr interessant. Doch, wir hatten eine Führung, das ging über eine Stunde und die war sehr, sehr schön, die Führung. Oh ja, super. Oh, danke schön. Das ist ein Hummus, ja? Genau. Okay. Das ist eine scharfe Soße. Das hat nur Sie herrlich dürfen essen, gell? Okay, danke. Ja, dann fangen wir mal an. Dankeschön. Eine Frage habe ich. Und die Behandlung, also hat sie das irgendwie eingeschränkt beim Essen jetzt, die Zahnbehandlung? Also nicht direkt. Am Montag muss ich schon ein bisschen aufpassen, weil die zwei Vorderzähne sind auch mitgerichtet worden. Weil ich hatte kein Gefühl durch die Spritzen, durch die Betäubung. Und da musste ich schon aufpassen. Gerade beim Trinken, weil da spürt man ja nicht, was man trinkt, das tröpfelt ein bisschen. Und Sie hatten jetzt die Woche keine Schmerzen? Gar nicht. Ich habe doch am Montag eine Schmerztablette genommen für die Nacht, aber gar nichts. Also wunderbar. Mir geht's gut. Und die Ersparnis, war die jetzt auch wie erwartet? Sogar mehr. Mehr? Mehr. So viel habe ich gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht 30-40%, aber dass das fast 50% sind, bin ich sehr erstaunt. Ja. Dann Prost auf Ihre neuen Zähne. Einen Zahn. Auf Ihren neuen Zahn mit Implantat. Ja. Prost. So, und Sie haben jetzt da einen... Wie heißt das nochmal? Jüdische Gericht, ja. Genau, ich schaue nochmal nach. Cholent. 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 Ja. Ja. Und ich habe irgendwas mit Geflügel. Schaut auch sehr gut. Das ist das Risotto. Risotto, ja, Risotto. Safran-Risotto, glaube ich. Ja. Schaut beides gut aus. Na, dann lassen wir es uns schmecken. Oh ja, danke. Ja. Mm.
Sehr gut. Ja. Das ist eine Mischung aus Linseneintopf und Gulasch. Von der Schärfe her, ja? Mhm. Lecker. Ungarisch-jüdisch. Mhm. Und dieses ganze Viertel hier, das ist das ehemalige jüdische Viertel. Hier sind auch ganz viele Synagogen. Mhm. Und jetzt ist da eben sehr viel Gastronomie hier. Ja, toll. Und eben der nächtliche Hotspot, was ich schon gesagt habe, diese Gorschluhöfe. Ich finde es toll, dass du die alten Rezepte noch so aufleben lassen. Wunderbar. Ja. Oh, lecker.